Gottschalk hat er gesagt. Das Kompliment könnt ihr jetzt gleich noch einmal wiederholen. Und die Chance für Henri Lecomte, alles wieder glatt zu bügeln. Er bereitet sich etwas gewissenhafter auf seine Netzattacken vor und das hat bisher Erfolg gehabt. Der eine hat Glück, der andere hat Pech. Ein Stand. Sehr schön vorbereitet mit dem langen unterschnittenen Rückhandball. Vier Beine, Vorgänge so. Und vor allen Dingen auf der Rückhandseite ist Henri Lecomte erheblich sicherer geworden. Alles wieder offen. Und er landet fast in der Pressestand.
Also der erste Aufschlag von Henri Lecomte kommt nach wie vor nicht. Dafür ist sein zweiter aber besser geworden. Andrea Gassi kann ihn nicht mehr so attackieren, wie zum Beispiel im Spiel, das zum Break führte. Er springt höher ab, er ist stärker angeschnitten. Und den kann er nur bringen, aber nicht kontrollieren. Und ein Ballgefühl ist ja Henri Lecomte von kaum einem Spieler der Weltklasse zu übertreffen. 5:4 also für ihn, nachdem er mit einem 3:4 Rückstand auf den Platz gegangen ist. Rechts dahinter in dem weißen Hemd oder T-Shirt, wie Sie wollen, das ist der Bruder von Andrea Gassi. Der sieht nicht mehr ganz so zuversichtlich aus wie zuvor. Aber der wird natürlich dem Henri Lecomte nicht erzählen, wie der Bruder zu schlagen ist. Deshalb sitzt er nicht da. Bisher haben beide Spieler noch keinen Satzverlust. Und wenn wir noch ein ganz kleines bisschen Statistik machen, Andrea Gassi hat in jedem Match, das er bisher hier in Stuttgart bestritten hat, einen Satz mit 7:5 gewonnen. Schon fast hoch für Henri Lecomte. Der Lob, aber inzwischen geht's weiter. 30-0, erster Aufschlag von Andrea Gassi kam. Tja, so ist Tennis. Drei Aufschlagspiele der letzten vier hat er zu null gewonnen. Das vierte dazwischen hat er verloren. Der war innen. Thank you.
Doppelfehler. 040, nach 40. Diesmal sogar drei Chancen für Andrea Gassi, der immer noch davon profitiert, dass der erste Aufschlag von Henri Lecomte nicht kommt. Der war innen. Zweites Break für Andrea Gassi. 6:5 Führung. Und nach Seitenwechsel hatte er bei eigenem Aufschlag die Chance, wieder einmal einen Satz in einem Match mit 7:5 zu gewinnen. Wieder mit der Vorhand passiert. Und das, obwohl diesmal ausnahmsweise der erste Aufschlag seines Gegners kam. 6:5 Führung also für Andrea Gassi, der gleichmäßiger spielt in diesem ersten Satz. Das Wort Schwäche ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ein kleines Nachlassen bei Henri Lecomte. Er trifft die Bälle nicht mehr ganz präzise und dann gehen sie eben 4-5 Zentimeter oder vielleicht sogar bei Topspins etwas weiter ins Aus. Gassi kann sein Niveau halten und das bringt ihm die 6:5 Führung bei eigenem Aufschlag. Auch das ein Zeichen bei Henri Lecomte, dass es einfach nicht ganz stimmt. Die Idee war gut, aber die Vorhand praktisch eine Einladung für Andrea Gassi. 30-0 und jetzt 40-0. Henri Lecomte guckt sich den Abdruck noch einmal an, protestiert allerdings nicht. Drei Satzbälle für den Amerikaner. Es innen. Und das Ganze nach nur 37 Minuten. Auch in seinem vierten Match gewinnt Andrea Gassi einen Satz mit 7:5. Oh.
Rudi Passierstäbe von Andrea Gassi, ob mit Vor- oder mit Rückhand. Sie sind glänzend, aber es stimmt auch nicht mit dem Aufschlag von Henri Lecomte. Da ist zu wenig Wucht und Präzision dahinter. Erst kam der erste überhaupt nicht und jetzt kam er zweimal zu schwach. Ja, vielleicht ist er der erste Spieler, der Fernsehkommentatoren überflüssig macht, weil er jeden Schlag so schnell und präzise kommentiert, dass man gar nichts mehr dazu sagen muss. Er zeigt auch noch, was er falsch gemacht hat. Kann den Linienrichter nicht sehen. Andrea Gassi guckt sich den Abdruck noch einmal an. 30 beide, war also innen. Ja. Sie werden es kaum glauben, das war das dritte Ass von Henri Lecomte, trotz seiner Schwierigkeiten mit dem ersten Service. Von 0:30 auf 40:30. Und aufs Spiel. Ich glaube kaum, dass es jemanden gibt, der die Rückhand so beschleunigen kann wie Henri Lecomte. Da kommt auch der wirklich laufstarke Andrea Gassi nicht hinterdrein. Im Interesse des Matches kann ich nur hoffen, dass Henri Lecomte nun seinen Rhythmus beim Aufschlag gefunden hat. Voll durchgezogen. Beide haben also keinen Satz abgegeben bisher. Henri Lecomte gegen den Qualifikanten Cortes aus Chile nicht. 6-3, 6-3 gegen Martin Kreiter aus Argentinien auch nicht. 6-0, 7-6 und auch nicht gegen Ronald Agenor am Freitag. 6-3, 6-4. Andrea Gassi in jedem Match einmal mit 7-5 gewonnen. Gegen Ricky Osterthun den anderen 6-3, gegen Thomas Schmid aus der GSSR den anderen 6-2 und gegen Jonas Svensson sogar 6-1. Die logische Konsequenz, wenn es eine mathematische Reihe wäre, wäre ein 6-0 hier. Das ist nicht mehr möglich. Henri Lecomte führt im zweiten Satz mit 1-0 bei Aufschlag Andrea Gassi. Er braucht einen neuen Schläger. Auch der zweite ist hinüber bei Henri Lecomte. Also der erste Aufschlag war ausgegeben zunächst einmal. Andrea Gassi steht im Übrigen jetzt wieder sehr weit außen. Schauen Sie mal. Thank you.
15:30. 15:30. Das erste Break im zweiten Satz für Henri Lecomte. Zur 2:0 Führung. Das ist schon super. Also Andrea Gassi bestätigt es wieder. Gut Shot. Henri Lecomtes Versuch, auf den zweiten Aufschlag nach vorne zu gehen, bringen André Agassi immer wieder Chancen zu passieren. Und das ist das Ergebnis. Kein erster Aufschlag im Feld bisher in diesem Aufschlagspiel. Aus, 2:0 verloren, Vorteil wieder dahin. Eine Reihe sehr, sehr schöner Bälle haben wir bereits gesehen von beiden Seiten. Sicher ein gutes Halbfinale. Schade, dass Henri Lecomtes erster Aufschlag nicht so sitzt. Der Linkshänder aus Frankreich, wie eigentlich jeder in der Weltklasse bei dieser Position,
sehr laufstark ausgerüstet, eigentlich mit sehr schönen Grundschlägen, die unterschnittene Rückhand als Angriffsball und dann dieser wunderschöne Volley-Stopp. Henri Leconte, ja auch ein glänzender Doppelspieler, hier mit Guy Forget noch im Wettbewerb, mit dem er ja auch im Davis Cup dann in Schweden doppelt spielen wird. Ich weiß ja nicht, wenn die Schweden aufbieten, die haben mit Jarrett und Wielander und Edberg nun wirklich absolute Top-Leute im Doppel und natürlich auch im Einzel. Für Andrea Gassi, das ist ein erstes Ass im Übrigen, wird es allerdings in Buenos Aires mit den USA noch schwieriger, die Niederlage gegen die Bundesrepublik in Connecticut im letzten Jahr auszugleichen und wieder erstklassig zu werden. Aus. Wieder mal ein Aufschlagspiel zu Null gewonnen. Ich wollte das noch eben fortsetzen. Die jungen Amerikaner sollen es rausreißen. Im Doppel natürlich Flake Seguso, das ist klar. Aber Jay Berger ist nominiert und Andrea Gassi nicht mehr. Die Jimmy Connors, die McEnroe, die Mayotte, Gilbert Telcher, wie sie alle heißen. Wenn der Gassi allerdings so unbekümmert und so gut spielt wie hier, sind die Chancen gar nicht mal schlecht gegen Guillermo Perez-Roldan und Martin Kreide. Da kann sich Herr Gassi in aller Ruhe hinstellen und wieder einmal einen Passierschlag landen. Er selber war ja eigentlich noch gar nicht am Netz. Bei Henri Leconte müssen wir nachher mal bei der Statistik gucken, wie viele seiner Netzattacken denn erfolgreich waren. Dies abzubuchen unter Positiv. Immer noch Probleme mit dem ersten Aufschlag. Wenn er denn mal kommt, ist er für Aurelie Korns Verhältnisse einfach
zu defensiv, zu weich. Hier haben wir das Ergebnis und schauen wir es uns doch einmal an bei Henri Leconte. Wie viele Netzattacken er denn überhaupt gestartet und wie viel davon er erfolgreich abgeschlossen hat. Es füllt sich weiter auf den Rängen, voll ist es immer noch nicht. Na, das spricht eigentlich eine deutlichere Sprache, als ich es gedacht hätte. Aber Agassi bleibt konsequent hinten. Er hat in den vergangenen Tagen auch immer wieder einmal den Weg ans Netz gesucht. Der Mann, der in der berühmten Tennisschule bei Nick Bollettieri in den USA das Tennisspielen erlernte. Es gibt ja das Gerücht, er habe schon mit einem Monat den Schläger in der Hand gehalten. Das kann ich mir als Vater kaum vorstellen, also meine hätten das gar nicht geschafft. Sehr gute Vorhand, vielleicht im Moment die härteste der Weltklasse, die beidhändige Rückhand mit allen Vorzügen und Nachteilen. Wunderbar gespielt von André Agassi. Da hat ihn Henri Leconte schon weit aus dem Feld getrieben. Der unterschnittenen Rückhand. Aber der Amerikaner findet noch die Lücke. 30-15. Und die auch. Nach Sätzen führt er, nach Assen holt er auf, nur noch 2-3 Rückstand. Ja, die sind schon super, die Passierschläge von André Agassi, sowohl mit der beidhändigen Rückhand wie hier, als auch eben mit der Vorhand. Ganz genau getroffen. 3-3. Der war aus. Doch, doch. Ja, das waren doch ja, fast 10 Zentimeter. Der Abdruck ist noch zu sehen. Spricht natürlich für Henri Leconte, dass er konsequent versucht, sein Spiel durchzuziehen, früh die Entscheidung zu suchen, auch auf die Gefahr hin, immer wieder passiert zu werden, bei einem nicht so guten ersten Aufschlag. Mit dem zweiten buchstäblich auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Aber das gehört in der Weltklasse auch dazu. Das Spiel, das man für richtig hält, auch durchzusetzen und auch Schwächephasen zu überstehen. Er geht nicht nur mit 4-3 nach Spielen in Führung im zweiten Satz, sondern auch mit 4-2 nach Assen, Henri Leconte. 4-4-3.
Für Andrea Gassi ist die Situation ganz eindeutig. Sein Spiel ist das an der Grundlinie. Er kann von dort aus den Ball im Spiel halten, aber auch schnell machen. Henri Lecomtes Spiel ist es nicht, sich auf lange Ballwechsel einzulassen. Er muss die Entscheidung so früh wie möglich suchen, möglichst gut vorbereitet selbstverständlich, bei seinen Aufschlagspielen möglichst durch einen guten ersten Aufschlag. Auf Halten kann er nicht spielen, an der Grundlinie würde er verlieren und deshalb ist im Moment, so lustig das klingen mag, nicht die Taktik falsch, sondern einfach sein Repertoire im Moment nicht sicher genug, um sein Spiel konsequent dem Amerikaner aufzudrücken. Andrea Gassi erkennt jede Lücke sofort, ist aufgrund seiner Laufstärke, seiner Einsatzbereitschaft meist rechtzeitig am Ball und er verfügt über die Schläge, um von der Grundlinie aus, selbst aus bedrängter Position, zu passieren. 4:3 Führung für Henri Lecomte im zweiten Satz bei Aufschlag Andrea Gassi. Auch die dritte Variante beherrscht Andrea Gassi im Zweifelsfall hervorragend, die des überrissenen Lobs. 15 beide. Sicher wäre es für Henri Lecomte besser gewesen, wenn der Ball die Netzkante nicht berührt hätte. Sowas ist Pech. Aber im Endeffekt zählt nur das Ergebnis. Da ist der zweite Satz immer noch eben 4-4, jeder ein Break. Und das fünfte Ass von Henri Lecomte. Ja, das war in der Tat das, was man einen sehr unbedrängten Fehler nennt. Das weiß er natürlich auch selber. Er war innen. 30 beide. Steffi.
Das zweite Ass in einem Aufschlagspiel von Henri Leconte. Für die Wechselhaftigkeit seines ersten Aufschlages bemerkenswert, das halbe Dutzend ist voll. Vanetz nochmal. Wieder kam die Vorhand von Henri Leconte viel zu weit ins Feld, als Vorbereitungsball. Und da kann Agassi natürlich die passende Antwort geben. Das Haus. Aufmunterung nun für Henri Leconte. Denn zumindest einen dritten Satz will man, wenn man schon sonntags morgens zum Tennis kommt, sehen. Aber im Moment sieht es nicht gut aus für den Franzosen. Zwei ganze Asse, ein Fast-Ass und trotzdem hat er Schwierigkeiten beim Stande von 4-4 im zweiten Satz. Sein Aufschlagspiel zu gewinnen. Wieder hat er den zweiten Aufschlag und den darauf erfolgenden Angriff von Henri Leconte blendend genutzt. Der 18-jährige Amerikaner und sich damit alle Chancen eröffnet. Überraschend, wie ich sagen muss, im zweiten Satz schon das Match zu entscheiden. Henri Leconte hat es im Verlaufe dieses Matches oft erleben müssen, dass sein zweiter Aufschlag einfach für André Agassi zu schwach ist, um darauf zu attackieren. Und die Passierbälle des Amerikaners sind bisher glänzend gekommen. Natürlich ist jetzt noch eine ganze Menge drin in diesem Match. Auch der Amerikaner hat seinen Aufschlag schon mehrfach verloren. Der stellvertretende Turnierdirektor und, wenn man so will, Spielerverpflichter und Spieler, Freund und Bekannte Ronny Mionel. Er ist nicht zuletzt dafür verantwortlich, dass ein derartiges Klassefeld zum Weißen Hof gekommen ist. So, konzentrieren wir uns aufs vielleicht letzte Aufschlagspiel. Agassi serviert fürs Match.
Und etwas passiert schon. Zu Null hat er sein Aufschlagspiel verloren, Andrea Gassi, 5-5 im Zweiten. Eine knallharte Vorhand in die offen gelassene Vorhandseite von Andrea Gassi macht den zweiten Satz wieder offen. Ja, nachher weiß man es immer besser, hätte er doch nicht die beiden Stoppversuche gestartet. Aber hätte und wäre und könnte und würde dann vielleicht und unter Umständen zählt natürlich nicht. Andrea Gassi macht an der Grundlinie fast keinen Fehler. Henri Lecomte hat versucht, den Amerikaner von der Grundlinienposition wegzulocken. Muss dabei volles Risiko spielen, ist dabei zweimal an der Netzkante gescheitert und nun die gleiche Situation wie vor dem letzten Seitenwechsel. Eines ist klar, wenn die beiden Herren aufstehen und auf den Platz gehen, werden sie erst wiederkommen, wenn das Match entweder entschieden ist oder es einen dritten Satz gibt. Und so viel kann man jetzt schon sagen, es war insgesamt ein sehr interessantes und in vielen Fällen auch spektakuläres Match. Die heißen Grundlinienduelle haben sicher gefehlt, wie man sie auf Sand gewohnt ist. Dazu ist Henri Lecomte nicht der Spieler. Und auch Andrea Gassi, obwohl an der Grundlinie, sucht auch von dort schnellstmöglich die Entscheidung.
Ja. Nach einer Stunde und 14 Minuten drei Matchbälle für Andrea Gassi, die Nummer 2 dieses Turniers, also von der Setzliste her nach dem Ausscheiden von Miloslav Mečija, das Topfavorit. Mit einem Ass beendet er das Match mit 2x7:5. Eineinviertel Stunden hat es gedauert. Dann hat der neue Publikumsliebling, den schon traditionellen Publikumsliebling im Halbfinale aus dem Turnier geworfen, hat das Finale erreicht, das heute gespielt wird, wenn es denn nicht regnet. Der 18-jährige Amerikaner Andrea Gassi, aber gegen wen? Gegen Andres Gomez oder gegen Guillermo Perez Roldán? Noch einmal der Matchball, sein viertes Ass zum 7-5, 7-5. Henri Lecomte im Einzel ausgeschieden, im Doppel ist er noch im Wettbewerb. Ja, das zweite